Hallo ihr Lieben, ich bin die Jen. Herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk und heute sprechen wir über Tipps und Tricks beim Anbau von Wurzelgemüse. Da gibt es ja einige Gemüsekulturen, die wir dazu zählen. Wir machen da einen ganz großen Unterschied beim Wurzelgemüse und zwar einmal bei dem Wurzelgemüse, was sehr tief wurzelt, also was lange Wurzel ausbildet, so wie Schwarzwurzeln, Möhren, Pastinaken zum Beispiel, aber auch die Haferwurzel gehört dazu. Und dann gibt es Wurzelgemüse, was nicht so tief in die Erde will, was oberirdisch so schöne Kugeln ausbildet. Ich spreche von Rote Beete, ich spreche von Radieschen und natürlich auch Knollensellerie beispielsweise. Das zählen wir zum Wurzelgemüse. Und wie wir das super gut anbauen können, besprechen wir jetzt in diesem Video. Beginnen wir mit dem Klassiker des Wurzelgemüses. Da denken wir, glaube ich, alle an die Möhre. Die schöne, knackige, orangene, köstliche Möhre. Wir sehen sie in Direktsaat aus und dafür benutzen wir einen Trick. Kennt ihr vielleicht auch schon von uns. Wir nehmen feuchten Sand in einem kleinen Gefäß, lassen das Saatgut 1, 2, 3 Tage drin. Wichtig dabei ist, dass das Saatgut einfach nur aufquellt, dass nicht schon die Keimlinge rauskommen. Wenn wir das in Direktsaat in die Erde bringen und die Keimlinge sind schon draußen, dann besteht die Gefahr, dass wir das beim Verteilen einfach verletzen können. Das wäre schade. Deswegen darauf achten, immer mal jeden Tag gucken, wie weit ist es mit meiner Saat, kann ich schon keimen, das ist eben unterschiedlich. Wie schon gesagt, die Möhre kommt bei uns in Direktsaat in die Erde, in lange Reihen. Dann heißt es auch immer ein Auge drauf halten, dass die Saat feucht bleibt. Und wenn die hinterher größer wird und dann aufkeimt, müssen wir natürlich auch schauen, dass sie nicht zu eng steht. Die Möhre gehört übrigens zu den Mittelzehrern, hat also einen mittleren Bedarf an Nährstoffen. Wie alles an Wurzelgemüse, was tief in die Erde wurzelt, mag es einen lockeren Boden. Sandige Böden sind für Möhren übrigens auch ganz gut geeignet. Und was ja auch ganz interessant ist, ihr wisst es wahrscheinlich schon, der Klassiker der Mischkultur, genau die Mohrrüben mit Zwiebelgewächsen. Also mit Zwiebeln oder mit Porree, Sommerporree, Gemüsezwiebeln, die beiden tun sich gut im Beet, wenn sie nebeneinander stehen. Schädlinge, die bei uns beim Anbau von Möhren aufgetreten sind, ja, das ist vor allen Dingen auch die Möhrenfliege. Bei uns funktioniert diese Mischkultur Möhren und Zwiebelgewächse nicht ganz so optimal, wie sie sollten. Deswegen kommt bei uns noch konstruktiver Schutz, die Gemüseschutznetze im Planwagenkonstruktion drüber, dann funktioniert das ganz gut. Wichtig ist, die Möhre braucht eine regelmäßige Wasserversorgung, damit sie auch eine schöne Wuchsform hat und nicht irgendwie knubbelig wird oder irgendwelche Einbuchtungen bekommen. Gerade wenn wir sie im Hochbeet anbauen, was ja super ist wegen der lockeren Erde, da müssen wir unbedingt schauen, dass die Wasserversorgung konstant ist und die Möhre keine längere Trockenperiode erleiden muss. Wenn die Möhre eine längere Zeit zu wenig Wasser bekommen hat und dann auf einmal ganz viel bekommt, könnte es sein, dass sie aufplatzt. Als Mittelzehre hat sie nicht so den großen Nährstoffbedarf und wenn im Boden zu viel Stickstoff ist, könnte das ein weiterer Grund sein, wenn unsere Möhre aufplatzt. Was in unseren Augen weiterhin für den Anbau der Möhre im Hochbeet spricht, ist, dass sie einfach da ja als Lagergemüse über den Winter kommen kann. Wenn wir die Möhre im Hochbeet gewachsen haben und wir sie den Winter über einfach richtig dick abmulchen, dann können wir sie im Winter ernten und das Hochbeet sozusagen als Lager verwenden. Wenn wir Schwierigkeiten mit Nagern haben sollten, ist das vielleicht nicht die richtige Idee. Dann macht es sicherlich mehr Sinn, sie dann abzuernten und im Sand einzulagern. Also einfach klassisch im feuchten Sand einsanden. Dann kann man sie auch eben gut lagern und nach Bedarf eben in die Küche holen. Besonders schön bei der Möhre ist ja auch, wir können sie eigentlich in jedem Stadium essen. Als ganz junge, als ganz kleine, zarte Möhre oder auch wenn sie später etwas größer ist, können wir sie auch gut essen. Die Möhre hat auch ein ziemlich großes Aussaatzeitfenster. Also wir können sie von März bis Juli aussehen, wir können sie auch mehrmals aussehen. Das heißt, da ist sie mit uns überhaupt nicht eilig. Und wir können sie sogar auch über den Winter anbauen. Wenn wir zum Beispiel so ein Gewächshaus oder einen geschützten Bereich haben, dann können wir sie zwischen Oktober und November nochmal aussehen. Möhre immer in Direktsaat. Und die Ernte, ja, die kann dann durchaus schon im April stattfinden. Also die Möhre ist da sehr frei in den Zeiten und recht einfach. Also auch ein super Anfängergemüse. Wenn ihr noch keine Möhren angebaut habt, dann probiert es unbedingt mal aus. Was haben wir noch in unserer Wurzelbox? Möhre hatten wir gerade. Weiter geht's. Wurzelgemüse. Kandidaten haben wir noch und zwar Pastinake, Haferwurzel und Schwarzwurzel. Das sind auch alles Wurzelgemüse, die gerne tief in die Erde wollen, die lange Wurzeln ausbilden, die natürlich auch eine lockere Erde brauchen oder im Hochbeet ganz gut angebaut werden können. Wir bauen die drei ja, wie ihr vielleicht wisst, sehr gerne im Hochbeet zusammen an. Auch hier haben wir eine Direktsaat. Die Aussaat erfolgt von M bis M, also von März bis Mai. Und die Ernte kann dann schon ab Oktober
bis ins, ja, ins nächste Jahr, bis in März, bis in April, können wir die Wurzelgemüse ernten. Wenn wir die im Winter ordentlich abgemulcht haben, frostfest sind sie sowieso, aber dann können wir sie eben auch über den Winter nach Bedarf ernten. Ich mache das immer ganz gerne, wenn ich im Winter für die Suppe mal eine Pastinake brauche, gehe ich hin, buddel ich mir die frei, hol mir die mit dem Multispaten oder der Grabegabel raus und dann habe ich für meine Wintersuppe auch immer das richtige passende Wurzelgemüse parat. Im Gegensatz zu der Möhre, die ja schneller erntereif ist, brauchen die drei, also Haferwurzel, Pastinake und Schwarzwurzel, ein bisschen länger, bis wir da ernten können. Da müssen wir schon bis zum Herbst warten. In Sachen Schädlingen, es soll bei der Pastinake so sein, dass die Möhrenfliege ganz gerne rangeht. Haben wir bisher nicht beobachten können. Und was wir bei uns hatten, war, dass wir, naja, vielleicht so in der Zeit August, September bei uns Mehltau auch auf allen drei entdeckt haben. Da das aber keinen Einfluss auf die Ernte hatte, die war trotzdem recht üppig und super, haben wir da auch keinen Bedarf gesehen, irgendwas zu machen, sondern haben es einfach so belassen. Die Pastinake, die Schwarzwurzel und die Haferwurzel bauen wir gerne zusammen an. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, mit wem man die noch ganz gut zusammengesellen kann im Beet. Da wäre es auf jeden Fall zu nennen Kohlgemüse. Mit Kohlgemüse stehen die gerne zusammen und da gibt es noch einige mehr. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann empfehle ich euch unser Mischkultur-Poster. Das ist ziemlich groß und umfangreich und sehr detailliert. Das findet ihr bei uns im Aussaatkalender bei uns oder eben auch separat im Kiosk könnt ihr das finden. Schaut gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht kennt. Weiter geht's mit, nehmen wir Eiszapfen und Radieschen. Eiszapfen und Radieschen sind ja ein wunderbares Gemüse, weil sie so schnell erntereif sind. Also perfekt, gerade wenn man mit Kindern gärtnern möchte oder immer wieder was Frisches auch im Garten haben will. Denn sie haben eine Kulturzeit. Nach der Aussaat dauert es zwischen 8 und 10 Wochen und ich kann schon ernten. Das ist ein super Vorteil von den beiden und auch, dass ich sie immer wieder in einem gewissen Zeitraum aussehen kann. Also für eine versetzte Ernte, für eine versetzte Aussaat super geeignet. Ich sehe sie aus, entweder Februar, März, April im Frühjahr oder eben später dann nochmal September, Oktober. Und es funktioniert wunderbar. Radieschen und Eiszapfen haben ja auch so eine kleine pikante Note. Ich kann die super frisch ernten, direkt auch als Rohkost essen oder auch erhitzen. Das schmeckt auch ziemlich gut. Habt ihr schon mal probiert? Eiszapfen gegart? Beim Anbau von Radieschen und Eiszapfen kann es dazu kommen, dass wir einen Befall der kleinen Kohlfliege haben. Es hilft dann, wir machen es so, wenn wir im Frühjahr die anbauen, dass wir ein Gemüsevlies benutzen und im Herbst dann eher ein Gemüseschutznetz. Wenn es im Frühjahr oder auch im Herbst längere Zeit trocken sein sollte, kann es sein, dass ein Befall vom Erdfloh auftritt. Hatten wir bisher nicht, aber wenn das mal so sein sollte, der Erdfloh auftritt, der mag es überhaupt nicht, wenn die Pflanzen mit Urgesteinsmehl eingepudert werden, dann können wir dem Erdfloh so zu Leibe rücken. Übrigens, Radieschen und Eiszapfen gehören zu den Kreuzblütlern, also wie Kohl auch. Das heißt, wir müssen darauf achten in unserer Beetplanung, wenn wir vorhaben, in den nächsten Jahren dann wieder Kohl anzubauen. Einfach nur, dass wir das im Hinterkopf haben. Weiter geht es mit dem Knollensellerie. Knollensellerie bauen wir unheimlich gerne an, essen wir sehr, sehr gerne. Der gehört jetzt nicht zu den Tiefwurzlern, sondern der soll ja eine Knolle ausbilden. Das heißt, er braucht auch keine unbedingt lockere, tiefe Erde, wie das so eine Mohrrübe oder so eine Pastinake braucht. Der bildet eine schöne Knolle über der Erde aus, wenn man ein paar Dinge beachtet. Zum einen sollte man früh genug anfangen mit der Aussaat, zum Beispiel dann direkt im Februar. Dann braucht man allerdings auch eine Zusatzbeleuchtung. Oder eben im März, dann braucht man bei richtigem Standort nicht unbedingt mehr eine Zusatzbeleuchtung. Wichtig ist aber auch zu wissen, wenn wir Knollensellerie aussehen, das ist ein Lichtkeimer. Also nicht mit Erde zu decken, sondern ganz vorsichtig auf der angedrückten Oberfläche aussehen, vielleicht mit ein bisschen Erde berieseln und darauf achten, dass wir die Aussaat feucht halten. Wenn unsere Aussaat dann gekeimt ist und wir die Sprösslinge haben, wenn sie größer werden, dann pikieren wir sie. Wir vereinzeln sie also, dass jede Pflanze ein eigenes Pöttchen bekommt. Wir nehmen ganz gerne so Quickpot-Platten, ein bisschen größer, dann können die weiter wachsen. Auch machen wir es ganz gerne so, dass wir eben früh im Jahr anfangen, damit die Knolle genug Zeit hat, sich so richtig schön zu entwickeln. Wenn wir dann die Jungpflanzen haben, dann kommt es darauf an, wie ist mein Standort. Wenn ich in der Gegend bin, die eher milder ist, so wie wir hier jetzt im alten Garten, wenn es dann von den Temperaturen das zulässt, dann können wir unsere Jungpflanzen schon Ende April in die Erde bringen. Sollte der Standort aber etwas kühler sein, dann würden wir empfehlen, das erst im Mai zu machen. Denn wenn der Knollensellerie die Jungpflanze zu viel oder so spätere kalte Nachtfröste abbekommt, kann es sein, dass er dann zum Schießen neigt, anstatt eine schöne Knolle auszubilden. Es heißt, der Knollensellerie kommt vom Meer. Deswegen habt ihr es vielleicht bei uns in den Videos auch schon mal gesehen, wenn wir Knollensellerie pflanzen, dann haben wir einen Salzstreuer oder eine Salzmühle dabei. Das heißt, wenn wir unsere Jungpflanzen in die Erde setzen, bekommt jede Jungpflanze noch eine Prise Salz an die Füße.
Das schadet nicht, das hat bisher immer alles gut geklappt. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal ausprobiert. Vielleicht ist es auch totaler Quatsch und es macht einfach nur Spaß. Schreibt uns gerne mal eure Meinung oder auch eben auch eure Erfahrung in die Kommentare. Wichtig ist aber, wenn wir unsere Jungpflanzen in die Erde setzen, dass wir sie nicht tiefer setzen. Also wenn ich meine Jungpflanze habe und ich habe das Bodenniveau, das sollte nicht tiefer sein als die andere Erde. Wir setzen Knollensellerie einfach in unsere Beete rein, also nicht ins Hochbeet, denn der braucht keine so besonders lockere Erde, wie jetzt zum Beispiel Möhren oder Schwarzwurzeln. Deswegen passt das ganz gut. Außerdem hat er eine recht lange Kulturdauer, wie ich das ja eben schon angesprochen habe. Wenn wir früh anfangen und die Bedingungen gut sind, dann können wir ab September die ersten kleineren Knollen auch schon beernten. Den können wir auch noch länger stehen lassen, denn so kleine Fröste machen dem Knollensellerie überhaupt nichts. Aber erst wenn es dann im späteren Verlauf so aussieht, dass es wirklich längere und stärkere Fröste gibt, dann ernten wir ihn vorher ab und lagern ihn ein. Also entweder wird er wie die Möhren feucht in Sand eingeschlagen oder auch in der Erdmiete. Wir machen das bei uns so, dass wir im Hochbeet ein bisschen buddeln, nicht am Rand, sondern eher in der Mitte und ihn dann zusammen mit anderem Gemüse einlagern. Das ist ganz wunderbar. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich, naja, im Verlauf des Sommers, des Herbst beim Knollensellerie schon mal vorbeigehe und hier und da ein bisschen Blattgrün stibitze für die Küche. Allerdings nicht zu viel, denn sonst wird er im Wachstum geschwächt und das will ich ja gerade bei dieser Kultur, die so lange braucht, vermeiden. Schädlinge soll es beim Sellerie geben, die Selleriefliege. Die hat sich bei uns aber noch nicht blicken lassen, Gott sei Dank. Deswegen können wir euch aber dazu auch leider nichts sagen. Der Knollensellerie ist ein Starkzehrer und er steht in der Mischkultur unter anderem gerne zusammen mit Kohlgewächsen und auch mit Tomaten. Es wäre also eine gute Kombination, die man sich überlegen könnte für seinen Garten. Und weiter geht's mit dem nächsten Wurzelgemüse, was auch eine Knolle ausbildet. Genau, die Rote Beete. Die Rote Beete ist ein ganz wunderbares Wurzelgemüse. Sie schmeckt unheimlich gut, sie hat eine tolle Farbe, eine tolle Färbekraft. Das ist ein Gemüse, was richtig Spaß macht, gerade auch wenn man mit Kindern gärtnert. Wir sehen sie aus, sogar schon im Januar und Februar, also recht früh im Jahr. Da braucht man auch eine Beleuchtung, eine LED-Beleuchtung zu. Ist jetzt nicht ganz üblich, aber eine Spezialität von uns, denn wir essen sie sehr gerne. Es funktioniert gut. Wir bauen sie dann geschützt an und können schon verfrüht ernten. Das klassische Aussaatzeitfenster von der Roten Beete ist ja von April bis Juni oder Juli. Das ist die Zeit, wo wir die Rote Beete gut anbauen können. Entweder nehmen wir die Direktsaat oder aber wir können auch in so Quickpot-Platten können wir die Rote Beete auch vorziehen. Die Rote Beete zählen wir eher zu den einfachen Gemüsekulturen, denn sie ist wirklich nicht schwierig anzubauen und Schädlinge gibt es eigentlich auch nicht. Wenn man mal von Schnecken absieht, die auch sonst ganz gerne ans Gemüse rangehen oder wir hatten noch mal einen kleinen Mehltaubefall, aber ansonsten ist da nicht viel, was passieren kann. Wenn wir allerdings eine Direktsaat haben und die keimen, dann sind die Keimlinge rot. Bei uns ist das so der Fall, dass die Amseln dann hergehen und die ganz gerne auszupfen. Wahrscheinlich denken sie, sind Würmer, ich weiß es nicht. Was da hilft, ist konstruktiver Schutz. Einfach ein Netz drüber bauen, dann haben die Amseln da auch keine Chance, die Keimlinge rauszuziehen. Rote Beete können wir in jedem Stadium essen. Das heißt, wir können auch das Blattwerk essen, ähnlich wie das bei Mangold auch ist. Das können wir uns übrigens auch direkt zunutze machen. Wenn wir sie aussehen in Direktsaat, können wir sie etwas enger sehen, damit wir ganz bewusst die jungen, frischen, kleinen Blättchen ernten können. Und dann nehmen wir die Pflanzen dazwischen raus. Und die anderen, die dann im Beet verbleiben, die können dann die Kugeln ausbilden. So haben wir eine doppelte Nutzung, wenn wir eine Reihe bestücken mit Rote Beete. Die ist übrigens ein Mittelzehrer und steht auch ganz gerne zusammen, zum Beispiel mit Salat oder auch mit Kohlpflanzen. Nicht so gern hingegen steht sie zusammen mit Pflanzen, mit denen sie verwandt ist, wie zum Beispiel Spinat oder eben auch Mangold. Das war jetzt keine gute Mischkultur. Die Rote Beete ist ein wunderbares Gemüse für die Selbstversorgung. Wir können sie versetzt aussehen, versetzt ernten. Wir können uns eigentlich das ganze Jahr mit der Roten Beete selbst versorgen. Die kann zwar nur leichte Fröste ab, das heißt aber, wir können sie wie bei Knollensellerie auch, wenn wir wissen, es stehen stärkere Fröste bevor, können wir sie abernten und einfach einlagern. Entweder in feuchten Sand einschlagen oder in einer Erdmiete. Das ist durchaus wunderbar möglich. Also Rote Beete gehört in den Selbstversorgergarten, finden wir auf jeden Fall dazu. Wenn ihr uns und unsere Arbeit, unsere Videos unterstützen möchtet, dann würden wir uns freuen. Schaut gerne bei uns im Kiosk vorbei. Ihr bekommt das ganze Wurzelgemüse-Saatgut, von dem ich jetzt auch hier spreche, bei uns im Kiosk unter der Rubrik Wurzelgemüse. Und wenn ihr die ganze Box haben möchtet vom Wurzelgemüse, die können wir sogar zum Vorteilspreis anbieten. Also schaut gerne mal rein. Der Link ist in der Infobox zu finden. Weiter geht es mit einem weiteren Wurzelgemüse, ein wunderbares Wurzelgemüse, für viele ein altes oder vergessenes schon. Ich spreche von der Steckrübe.
Wir haben gelernt, dass sie im Norden auch einen anderen Namen trägt, und zwar die Wruke, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und jetzt möchte ich euch aufrufen, je nachdem, wo ihr wohnt, hat doch die Steckrübe bestimmt einen hiesigen, einen regional typischen Namen. Wie ist denn der? Schreibt uns den gerne mal in die Kommentare. Es wird bestimmt spannend, wie viele verschiedene Namen die Steckrübe überhaupt hat. Die Steckrübe, als klassisches Eintopfgemüse auch bekannt, können wir in Direktaussaat in den Garten bringen oder eben auch vorziehen. Und wie ihr das von uns kennt, wir ziehen die Steckrübe vor. Das machen wir von Mai bis Juli, das ist so unser Aussaatfenster. Wenn wir sie im Mai gesät haben, dann kommen die Jungpflanzen regulär ungefähr im Juli dann in die Erde. Wichtig bei der Steckrübe ist aber, sie gehört auch zu den Kreuzblütlern, so wie das Radieschen auch. Das heißt, hier müssen wir mit Anbaupausen, mit dem Kohl in der Beetplanung schauen, dass wir da nicht durcheinander kommen. Aber ansonsten ist die Steckrübe eher unkompliziert. Bei der Steckrübe erfolgt die Ernte bei uns so ab Oktober, Oktober, November. Leichte Fröste verträgt sie ganz gut. Bei stärkeren ist es eher so, dass wir die vorher abernten und dann einlagern. Also entweder sanden wir sie ein oder packen sie mit in die Erdmiete. So können wir unsere Selbstversorgung auch dahingehend wunderbar verlängern. Sie gilt als Mittelzehrer, manche führen sie auch als Starkzehrer, je nachdem. Und interessant ist, bei den Schädlingen ist es ähnlich wie beim Kohlgemüse. Also Kohlweißlingen, die Raupen und so, die gehen auch schon ganz gerne mal auf die Steckrübe, heißt es zumindest. Bei uns konnten wir das nicht feststellen. Und wenn dann mal die Blätter ein bisschen angefressen waren, war das für uns jetzt nicht so schlimm. Wir wollten die Kugel ernten und solange die Pflanze nicht geschädigt ist, ist das auch kein Problem. Sollte das aber ein Problem bei euch sein, dann würde ich euch empfehlen, ein Gemüseschutznetz drüber zu packen, also einen konstruktiven Schutz. Dann habt ihr da auch keine Schwierigkeiten und könnt schöne, gesunde, runde Steckrüben ernten. Wichtig ist, erntet sie nicht zu spät. Da ist es bei der Steckrübe so, wenn man sie ein bisschen jünger erntet, dann schmeckt sie auch zarter. Weiter geht's mit dem nächsten Wurzelgemüse, der Wurzelpetersilie. Habt ihr die schon mal angebaut oder gegessen? Die schmeckt richtig, richtig köstlich. Schön ist, sie ist frostfest. Da sie in die Erde eher tiefer reinwurzelt, braucht sie eine lockere Erde. Sie ist ähnlich anzubauen wie zum Beispiel die Pastinake. Eine gute Vorkultur übrigens für diese ganzen Wurzelgemüse, die weiter in die Erde gehen, wären zum Beispiel Kartoffeln. Wie bei den Möhren auch, ist es wichtig bei der Wurzelpetersilie, dass sie eine regelmäßige Wasserversorgung hat. Und das Aussaatfenster, das beginnt schon im März und geht bis in den Juni hinein. Also hier haben wir viel Zeit dran zu denken, dass wir Wurzelpetersilie aussehen. Die Ernte der Wurzelpetersilie, die erfolgt ab September, Oktober. Das besonders schön bei diesem Gemüse ist aber nicht nur der Geschmack der Wurzel ist richtig köstlich, sondern auch das ganze Blattwerk oben drüber, sie heißt ja nicht umsonst Petersilie, schmeckt sehr ähnlich der Petersilie und kann in Maßen moderat auch geerntet werden, in der Küche verarbeitet werden. Wenn ich natürlich zu viel abrupfe, dann kann sich die Wurzel nicht gut ausbilden, aber das ist ja klar. Ich kann meine Wurzelpetersilie natürlich abernten. Ich kann sie aber auch, weil sie frostfest ist, so wie die Pastinake auch, im Beet stehen lassen. Dann mulche ich es wieder ordentlich ab, kann nach Bedarf ernten und kann sogar bis ins Frühjahr, wenn ich genügend habe, meine Wurzelpetersilie ernten. Als nächste Kultur im Bereich Wurzelgemüse. Ich glaube, wir können sagen, es ist die Königsdisziplin im Anbau. Es ist die Kerbelrübe. Die Kerbelrübe ist tatsächlich etwas anspruchsvoller. Die zum Keimen zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. Wir sehen sie aus im Herbst und dann bleibt sie den Winter über im Beet. Sie braucht nämlich wirklich eine lange Zeit, wo sie genügend Frost abbekommt, damit sie dann im Frühjahr auch keimen kann und loslegen kann mit dem Wachstum. Wirklich große Erfahrungen im Bereich Kerbelrübe haben wir jetzt noch nicht vorzuweisen. Wir haben die jetzt im dritten Anbaujahr und wir haben auch mehreres ausprobiert. Zum Beispiel haben wir eine Direktaussaat natürlich gemacht. Wir haben sie aber auch vorgezogen. Wir haben da keinen großen Unterschied feststellen können. Die Kerbelrübe gilt als schwach bis mittelzehrer. Und was uns interessiert ist, wie ist denn das bei euch? Was sind eure Erfahrungswerte? Habt ihr vielleicht die Kerbelrübe schon richtig gut anbauen können und habt da Tipps und Tricks für uns alle? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare, da würden wir uns sehr freuen. Dankeschön. So ihr Lieben, das war unsere Auswahl an Wurzelgemüse, die wir toll finden, die wir bei uns im Sortiment haben. Wir würden uns freuen, wenn euch das Video auch gefallen hat. Wenn ja, uns vielleicht auch inspiriert und auch geholfen hat, dann quittiert uns das gerne mit einem Daumen nach oben, da freuen wir uns sehr drüber. Gespannt sind wir auch sehr auf eure Kommentare. Jetzt geht's bald los mit den Gurken und den Tomaten. Was zum Weiterschauen haben wir natürlich auch wieder verlinkt. Einmal hier oben, wie wir erfolgreich Gurken anbauen. Und dann die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich die Tomaten in Topfkultur richtig gut zum Wachsen bekomme und auch toll ernten kann. Da haben wir auch ein Video zugemacht. Das findet ihr hier unten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euch im Garten, beim Aussehen, beim Pikieren, bei den Jungpflanzen, beim auf die Sonne freuen. Ich freue mich, wie gesagt, auf euer Feedback in den Kommentaren und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.